Hallo, hallo, guten Morgen. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Ostern super überstanden. Ich warte noch einen ganz kleinen Moment, wer reinkommt. Ich möchte ja über die Freiheit sprechen heute. In einer Zeit, wo uns absolute Unfreiheit suggeriert wird. Wir leben in einer Zeit, im Moment, in einem Außen, in dem uns hundertprozentig versucht, klargemacht wird. Hallo, guten Morgen. Überall, wo wir im Außen schauen, bekommen wir folgende Information. Du bist nicht frei. Du kannst nicht machen, was du willst. Du kannst nicht hin, wo du willst. Und wenn, dann musst du Bedingungen erfüllen. Du musst dich testen lassen. Du musst hier und da und Formulare und Beschränkungen und Richtlinien. Das ist alles das, was uns im Moment suggeriert wird. Und gerade in dieser heutigen Zeit, jetzt, heute, jetzt in diesem Moment, ist es so wichtig, dass du verstehst, dass es nicht darum geht, was im Außen gerade sich zeigt. Du musst nicht aufs Außen reagieren. Deine Freiheit bedeutet, dass du nicht aufs Außen reagieren musst. Das ist Freiheit. Freiheit bedeutet auch noch, dass du kreieren darfst, was du möchtest, und zwar aus deinem Innersten heraus. Und dein Innerstes, guten Morgen, dein Innerstes, ich greife immer aufs Herz, aber eigentlich ist mein Innerstes da oben, mein Innerstes, meine innere Welt, wenn ich meine fünf Sinne abschließe und dann in das reine Bewusstsein reingehe, in das göttliche Bewusstsein dorthin gehe, wo ich bin, außerhalb der materiellen Ebene. Da bin ich hundertprozentig frei, wenn ich es mir erlaube. Das ist so, so wichtig, dass ihr wisst, was Freiheit bedeutet. Dass euch klar ist, dass euch Freiheit nicht gegeben wird. Niemand wird Freiheit gegeben. Freiheit ist nicht etwas, worauf du warten musst. Freiheit ist dein Seinszustand. Dein wahrer Seinszustand ist, dass du frei bist. Und es gibt so ein schönes Lied, das heißt, die Gedanken sind frei. Und bist du dir bewusst, dass deine Gedanken frei sind? Wählst du deine Gedanken frei? Die meisten merken gar nicht, wie unfrei sie denken. Wie krass diese Inputs von außen nachwirken. Und wenn du dir heute mal die Aufgabe nimmst, zu schauen, was deine Gedanken sind. Zum Beispiel passiert es mir oft, dass ich irgendwie ein unwichtiges Gespräch habe, was wirklich nicht irgendwie bedeutsam war, was auch schon vorbei ist. Und plötzlich merke ich, dass da eine Spule in meinem Kopf ist, wo einfach nochmal diese Situation, dieses Gespräch unbewusst abspult. Einfach, es ist einfach da, obwohl es schon vergangen ist, obwohl es mich eigentlich jetzt auch gar nicht mehr interessiert, obwohl es unwichtig war, obwohl es schon erledigt ist, ist mein Kopf noch dort. Der ist einfach dort und meine Gedanken spulen ein Gespräch oder einen Satz. Da kommt einfach ein Satz und er wiederholt sich. Ohne meine Aufmerksamkeit ist es da und es passiert. Es ist einfach irgendein Satz, der in dem Gespräch, in einem vorangegangenen Gespräch gelaufen ist und der ist in meinem Kopf. Wie ein Ohrwurm, wie ein Lied, das du einmal gehört hast, das plötzlich in deinem Kopf rumschwirrt. Und
Freiheit ist eben, dass du bewusst bist, aufmerksam, achtsam, dass du bewusst bist, wenn du übernommen wirst, wenn du gekapert wirst von irgendeinem Gedanken oder von einem Ohrwurm aus einem Gespräch. Ja? Dieser Ohrwurm, der kann auch aus einem Gespräch kommen, der muss nicht aus einem Lied kommen, der muss nicht aus dem Radio kommen oder sonst irgendwo. Das kommt einfach. Und insbesondere kommt es eben aus dem Radio. Es kommt aus dem Fernsehen, wenn du das konsumierst. Auch wenn du sagst, ich schaue nicht Fernsehen, ich schaue nur Filme. Du kriegst einen Ohrwurm mit. Du bist eine Energie und diese Sachen, die gerade energetisch zu dir passen, also die Gedanken, die gerade energetisch zu dir passen, die machen Klatsch. Und das merkst du oft nicht, aber du merkst, wenn du aufmerksam bist, dass da ein Ohrwurm läuft in deinem Kopf von irgendetwas. Einfach so, wenn du nicht fokussiert bist, wenn du gerade in eigentlich nichts denken möchtest, denkst du dennoch. Und der wichtige Input für dich ist wirklich, dass du dir so bewusst bist, dass du permanent Einwirkungen auf dich ausgesetzt bist. Du bist permanent auf Empfang. Und jetzt musst du für dich entscheiden, was will ich empfangen, ja, als Radiostation. Ich bin permanent auf Empfang, da kann ich nichts machen. Ich kann nicht empfangen. Ich kann nur entscheiden, was ich empfange. Und das ist meine Freiheit. Ja, werdet euch dessen bewusst. Ich weiß, dieses Radiosignal, Beispiel gibt es immer wieder. Aber wir sind uns nicht jeden Moment des Tages bewusst, welche Signale wir gerade aufnehmen. Und das ist so, so wichtig zu erkennen, welcher Ohrwurm. Habe ich gerade einen Ohrwurm? Läuft gerade irgendeine Spule in mir ab? Womit beschäftige ich mich gerade? Dass ich weiß, auf was für einem Sender ich gerade empfange. Und dieses Empfangen kannst du nicht ausstellen. Du kannst nur entscheiden, woher empfängst du. Ich empfange Nachrichten der Freiheit, dass ich frei bin. Ich hege Gedanken über meine Freiheit. Wenn ich ganz frei bin, wenn ich tun und machen kann, was ich will, was möchte ich jetzt tun, was erfreut mich jetzt, das ist Freiheit. Und diese Freiheit musst du dir nehmen, die musst du einfordern, du musst dominieren, du musst präsent sein in deinem Leben und du musst wissen, wo gerade empfange ich. Weil es ist alles da draußen, es ist alles da. Ja, es ist alles da. Und du kannst alles empfangen, du kannst jede Information empfangen. Und da ist es wirklich wichtig, dass du weißt, wie das funktioniert, wie du funktionierst als spirituelles, und spirituell heißt eben energetisches Wesen, und was deine Energie erzeugt. Und es ist so einfach. Ich habe lange gesucht. Meine Gedanken und meine Vorstellungen erzeugen meine Energie. Und was ist da zuerst? Das, was ich empfange? Oder ist dort das zuerst, was aus mir heraus gesendet wird? Das Huhn oder das Ei? Und es ist zuerst das aus mir heraus, was gesendet wird, respektive auf welchen Kanal ich mich einlogge, um zu empfangen. Und hier achtsam zu sein und zu sagen, heute empfange ich Nachrichten der Freiheit. Heute empfange ich Impulse, Nachrichten, Informationen der Fülle. Heute entscheide ich, dass das
meine Station ist, auf der ich empfange. Weil mein Default, meine Programmierung und die Programmierung des Außen ist Unfreiheit und Mangel. Das habe ich kapiert, das sehe ich, das merke ich, aber das muss mit mir nichts zu tun haben. Ja? Viele sagen vielleicht, du bist ignorant. Nein, ich bin nicht ignorant. Ich bin Schöpfer. Ich kenne mich aus. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie die Dinge aus mir heraus entstehen. Und wenn ich der Illusion verfalle, dass es aus dem Außen auf mich hereinprasselt und ich reagieren muss, dann habe ich meine Freiheit verloren. Dann habe ich meine Wahrheit verloren. Weil das bin ich nicht in Wahrheit, sondern ich kann in Wahrheit alles dominieren. Allein nur mit meinem Kopf, der Entscheidungen trifft und der mir Erlaubnis gibt, frei zu handeln, frei zu denken, frei zu fühlen. Und hier in dieser Gruppe bekommst du ganz viele Impulse dafür, aus Videos, aus Posts, die dich immer wieder daran erinnern sollen, wer du wirklich bist. Weil das ist die Basis, die absolute Basis, dass du in deiner Wahrheit die Freiheit ist. Deine Wahrheit ist Freiheit, deine Wahrheit ist Liebe. Das sind die Prinzipien des Lebens. Nur, du bist so frei, dass du diese Prinzipien und diese Freiheit abgeben kannst. Du kannst dich entscheiden, jeden Moment. So frei bist du. Und mir ist es einfach wichtig, dass Millionen von Abermillionen von Menschen in ihre eigene Kraft kommen und wissen, dass die bedingungslos da ist. Die musst du nicht verdienen, da brauchst du keine Ausbildung dazu, da brauchst du keinen, der dich einweiht oder irgendwo anschließt. Nein, es ist da. Es ist hundertprozentig da. Immer. Die Frage ist jedes Mal nur, wo bist denn du gerade? Womit bist du? Die Frage ist eigentlich viel besser, womit bist du gerade beschäftigt in deinem Köpfchen? Mit welchen Gedanken bist du gerade beschäftigt? Diese Frage sollst du dir stellen. Und dann erkennst du, wo du bist. Und wenn du weißt, ich bin gerade mit Sachen beschäftigt, die entsprechen nicht meinem wahren Sein, die entsprechen nicht den Prinzipien des Lebens, der Liebe, der Fülle, sondern ich bin gerade mit Gedanken beschäftigt, die davon ausgehen, dass irgendwas mit mir nicht in Ordnung ist. Ich beschäftige mich mit Gedanken, was soll ich denn machen? Ich kann ja nichts machen, ich sehe ja gerade keinen Weg, ich sehe ja gerade keine Möglichkeiten. Das ist nicht frei. Wenn du keine Möglichkeiten siehst, dann leugnest du deine Freiheit. Du darfst diese Gedanken führen, dass du sagst, ich sehe gerade im Außen keine Möglichkeit, weil das Außen mir ja meine vergangene Wahrheit widerspiegelt. Aber im Innen, in meiner Vorstellung, da sehe ich ganz viele Möglichkeiten. Weil diese Möglichkeiten, die sind da, wenn ich ganz klar äußere, was ich möchte. Und auch das muss ich in meinem Innern, in meiner Vorstellung festnageln und äußern, was ich möchte. Wenn du nicht ganz klar sagst, ich will frei sein, dann wird für dich angenommen, dass du unfrei sein willst. Und wenn du unfrei sein willst, dann kommen die ganzen Konsequenzen eines unfreien Wesens zu dir. Du hast entschieden. Du hast nicht aktiv entschieden, aber nachdem du dich nicht fürs Gegenteil, für die Freiheit aktiv entschieden hast, ist logische Konsequenz Unfreiheit. Du bist unfrei. Und das
ist so krass, ja? Diese unterschwellige Entscheidung, die du nie aktiv getroffen hast, ist aber getroffen energetisch, während du dich nicht für Freiheit entscheidest. Wenn du dich nicht entscheidest, ich bin frei, ich bin wahr, ich bin wahrhaftig, ich bin perfekte, göttliche Kreation. Wenn du diesen Entschluss nicht triffst, dann wird angenommen, dass du halt ein unfreies Leben haben möchtest. Dein ganzes System fühlt sich unfrei. Du siehst Beweise für deine Unfreiheit. Du siehst, dass es nicht möglich ist, Dinge zu tun, die du gerne tun möchtest. Du spürst in deinem Körper Unfreiheit. Es geht bis zu Krankheit. Du kannst dich nicht mehr bewegen, du hast Schmerzen, du hast Bewegungseinschränkungen. Das ist alles eine Konsequenz von einer nicht aktiv getroffenen Entscheidung für Freiheit, für eine inaktiv getroffene Entscheidung für Unfreiheit. Und solange Unfreiheit deine Wahrheit ist, wird es bis auf körperliche Ebene für dich bewiesen und wiedergespiegelt und reflektiert, dass du davon ausgehst, dass du unfrei bist. Und in dem Moment, wo du aktiv sagst, nein, 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 ich weiß, wer ich bin frei, ich weiß, dass mir Freiheit in diesem Leben gedacht ist, angedacht ist, ich bin frei. Und in dem Moment hast du eine Entscheidung getroffen für Freiheit. Und wenn du hier weitergehst, guten Morgen, wenn du dieser Entscheidung für Freiheit Folge leistest, hat es Konsequenzen. Und vor allem diese Konsequenz, dass du anders denkst. Ein Mensch in Freiheit denkt anders als ein Mensch in Unfreiheit, als ein Mensch, der beengt, eingesperrt, dominiert wird. Ein Mensch in Freiheit, wie denkt der? In dem Moment, wo du dich für Freiheit entschieden hast, geht es darum, auch zu denken und zu fühlen und zu handeln. Und sich das klar zu machen, ist ein Job. Und sich das klar zu machen, das erzähle ich dir hier in diesen Videos, in ganz vielen Videos von mir, erzähle ich dir, wie es geht, worum es geht. Ich erzähle dir, wer du wirklich bist. Ich erinnere dich daran. Du resonierst, deswegen bist du auch in dieser Gruppe hier. Deswegen hörst du mir auch zu. Deswegen spürst du ja, dass das, was ich sage, die Wahrheit ist. Und zwar die Wahrheit des menschlichen Seins. Nicht die Wahrheit, die ich mir ausgedacht habe, sondern die Wahrheit, für die jeder Einzelne, jede Einzelne hier von uns gekommen ist. Aber jetzt geht es darum, so zu leben. So zu leben und nicht nur so zuzuhören, so zu glauben, ja, womöglich stimmt das und zig Bücher zu lesen, was weiß ich nicht was. Die meisten fangen an irgendwann mal mit The Secret und dann, ja, immer wieder der Gedanke, ja, das ist für die anderen, ja, das ist für die anderen und dann kommt das nächste Buch und dann kommt Neil Donald Walsh und so weiter und so fort. Vielleicht kommst du dann eben auch über mich zu Neville Goddard, aber das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Jetzt geht es darum, dass du so lebst, dass du so denkst, dass du dieses Bewusstsein, dass du in diesem Bewusstsein lebst. Und das hat nichts mit dem zu tun, wie du bis anhin gelebt hast. Das ist ganz anders. Und das einzuführen, diesen Lifestyle einzuführen,
diese Frau zu werden, die diesen Lifestyle hat, das ist eben die Frau, die alles hat. Es ist die Frau, die alles hat. Wenn du diesen Lifestyle über deine Wahrheit, deinen wahren Lifestyle hast, dann bist du die Frau, die alles hat. Und natürlich auch der Mann, der alles hat. Das hat ja keinen Unterschied. Es hat geschlechtlich ja überhaupt keinen Unterschied. Es hat einen Unterschied darüber, weißt du, wer du wirklich bist? Wenn du es weißt, weißt du, wie du als diese Person, als diese Persönlichkeit lebst. Hast du Einschränkungen noch? Und wir haben alle tonnenweise Einschränkungen. Ich auch. Jeden Tag entdecke ich neue Einschränkungen. Das ist so fantastisch. Und jeden Tag entdeckt jede Frau, mit der ich zusammenarbeite, mit der wir zusammen im Mastermind die Frau, die alles hat, sind neue Einschränkungen. Und diese Einschränkungen, wenn die aufgedeckt werden, angeschaut werden, und dann geht's so, ah nee, echt jetzt? Wow, das habe ich geglaubt? Das hat mir so viele Dinge, die ich mir wünsche, nicht erlaubt? Boah, und dann ist es da und dann sagt, boah, ey, alles klar. Der Weg ist wieder ein Stückchen freier. Es sind wieder irgendwelche Steine aus dem Weg geräumt. Und ich bin mehr wahr. Ich bin mehr frei. Und wenn du hier in dieser Gruppe bist, wenn du hier dabei bist, genau in dieser Entdeckungsreise, in diesem Abenteuer, das wir hier mit dir teilen, das ich mit dir teile, dass die wunderbaren Divine Master of Divine Creation Mentorinnen und Coaches hier mit dir teilen, mit ihren Videos, mit ihren Beiträgen, komme ich zum zweiten Teil. Da sollst du inspiriert sein, da sollst du mit getriggert werden, dass du verstehst, wie eingeengt vielleicht noch dein ganzes Weltbild ist, wie eingeengt noch deine Vorstellungen sind. Das kriegst du hier alles gratis geliefert. Und das mache ich so von Herzen, das machen alle, die das hier sich teilen und mitteilen und Unterstützung liefern, Fragen beantworten, alle von Herzen. Aber du musst alleine bereit sein, diesen Weg für dich zu durchschreiten, jedes Mal. Du musst alleine deine Ansichten verändern. Du musst alleine dein Denken verändern. Du musst alleine deine persönlichen Einschränkungen aufdecken und transformieren. Es geht hier um dich, um dass du es durchziehst. Durchziehst. Dass du diesen Lifestyle hast, ohne dass du sagst, ich bin ein Schöpfer, ich habe ein Schöpfer-Lifestyle. Wenn du das nicht ohne Einhalt permanent dir sagen kannst, ich bin der Schöpfer, ich entscheide, ich habe die Hoheit, ich habe die Macht, ich kriege alles, was ich möchte, weil es nicht darum geht, Sachen zu kriegen, sondern zu kreieren. Und all meine Wünsche sind so wunderschön und sie machen die Welt schöner. Sie machen ein Bild, sie machen ein Kunstwerk aus meinem Leben. Meine Wünsche machen ein Kunstwerk aus meinem Leben. Das ist mein Lifestyle, weil ich mich nicht einschränken muss, sondern weil ich hier bin, Dinge zu erschaffen. Warum wollen wir denn alle kreativ sein und Bilder malen und basteln und hier und da irgendetwas herstellen, irgendetwas haben? Weil wir als Schöpfer, als Kreatoren, als Kreative geboren sind. Aber diese ganze Bastlerei und diese Malerei, das ist so ein kleiner Teil deiner Schöpferkraft,
Das ist so ein kleiner Duft an deiner Nase vorbei, der dich daran erinnert, oh, ich kreiere ja so gern, ich erschaffe so gern. Sei es Kuchen backen, sei es kochen, sei es mit Ton zu arbeiten, was es auch immer ist, was du dir erlaubst, wo du dir erlaubst, kreativ zu sein. Das ist so ein Munzi-Munzi-Munzi-Teil von dem, was du kreieren kannst. Du kannst die Welt kreieren. Du kannst alles kreieren. Alles ohne Einschränkung. Du kreierst es sowieso. Aber dein Bewusstsein darf wissen, du kreierst alles. Bäume, Tiere, alles, was du dir nur vorstellen kannst. Häuser, Schlösser. Das sind mal nur die Objekte. Aber du kreierst Situationen. Du kreierst Personen. Personen. Wow. Alles einfach. Alles, alles, alles. Und hier wirklich einzusteigen und zu sagen, ja, ich bin jetzt, Bezug zu Ostern, auferstanden in meine Schöpferkraft und ich bin mir deren bewusst und ich weiß, dass ich Schöpfer bin und jetzt möchte ich lernen, der geilste Schöpfer zu werden, der geilste Kreator, den es nur geben kann, weil ich es ja schon bin. Ich bin's ja, ich bin ja so hergekommen, ich bin als diese Idee dieser Welt hierher gekommen, ja? Und dann musst du jeden Tag sagen, ich bin die geilste Schöpferin, was darf ich heute kreieren, was darf ich heute erschaffen? Und da guckst du nicht aus dem Fenster dazu, nein, 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 nein. Da guckst du in deine innere Welt, wo die Wünsche und die Schlösser und die Liebe und die Fülle sind. Und da entscheidest du. Ja, das bin ich. Ich kann alles haben, ich kann alles erschaffen. Es fehlt mir an nichts. Worauf habe ich denn gerade Lust? Und das ist Freiheit. Und die Freiheit, dir zu nehmen und zu sagen, jetzt ist der Moment, ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich habe keine Lust mehr zu warten, bis sich das Corona auflöst. Ich habe keine Lust mehr, bis alles zu warten, bis alles wieder so ist wie früher. Nichts wird mehr wie früher, wenn du es nicht möchtest. Und ich frage mich, warum du möchten wollen würdest, dass die Dinge wieder so sind wie früher, bloß weil es bekannt ist. Erlaube dir zu sagen, es ist mir egal, was früher war. Jetzt interessiert mich nur noch das, was in meiner Zukunft alles möglich ist aus unendlichen Möglichkeiten. Und dazu musst du dir natürlich ganz, ganz viel neues Denken erlauben. Ganz viel neue Ansichten erlauben. Ganz viel neue Perspektiven erlauben. Weil die Perspektiven der Unfreiheit können dich nicht in die Freiheit bringen. Die Perspektiven des Systems, der Voraussetzungen, der Bedingungen können dich nicht zu deinen Wünschen bringen, weil du rotierst im Kreis. Bis ich, habe ich, kann ich, wenn ich, erst dann, wenn, erst dann, wenn, erst dann, wenn. Wie lange willst du warten? Heute ist der Tag, an dem du entscheidest. Heute ist der Tag. Und egal, wann du dieses Video anschaust, ist heute und jetzt dieser Moment und der Tag, wo du eine Entscheidung triffst. Und ich kann ja immer nur weiter sagen, es ist sehr, sehr schwer, sich alleine aus dem Alten rauszuziehen, weil das Alte so präsent ist und weil das Alte nicht sterben möchte. Die alte Vorstellung von dem, was du bist, als unfreies Wesen, das ist so für dich eine solche Wahrheit, obwohl es eine Lüge ist, dass es immer wieder neu erkannt werden muss, wer du in Wahrheit bist. Und diese Lüge ist allgegenwärtig, diese Lüge ist überall präsent, diese Lüge der Einschränkung, des Mangels ist so präsent. Und um dich aus dieser Lüge zu befreien, ist es gut, wenn du Power um dich rum hast, wenn du andere Menschen um dich rum hast, die das genauso sehen und die dich genauso immer wieder in die Wahrheit transportieren, die dich aus deiner Unfreiheit und aus deiner Lüge mit herausnehmen, genau in dem Moment, wo du wieder feststeckst und
es gibt so viele Beweise und so viele Menschen sagen, das war für mich der Schlüssel. Der Schlüssel war für mich, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und gewusst habe, dass wenn ich irgendwann mal wieder glaube, das war eine falsche Entscheidung, es jemanden gibt, der mich daran erinnert, dass es die richtige Entscheidung ist, weil es die wahre Entscheidung ist, die Entscheidung, die aus meiner Wahrheit herauskommt, und meine Wahrheit ist Freiheit, meine Wahrheit ist Liebe. Und immer wieder kommen diese Momente, wo das Alte so präsent ist, wo es dich wieder zurückholen will, wo es dich wieder klein machen will, wo es dich wieder einsperren will, wo es dir wieder suggerieren will, dass du doch unfrei bist, dass du keine Chance hast, dein Leben zu verwirklichen, dich zu verwirklichen, dass du keine Chance hast, als Schöpfer zu wirken. Und in diesem Moment weißt du, dass du ein Backup hast, dass du Menschen hast, dass du Mentoren hast, dass du eine Mastermind-Gruppe hast, die da sind, die du anschreiben kannst, denen du eine Sprachnachricht schreiben kannst, denen du eine Frage stellen kannst. Und du bist niemals alleine und du fällst nicht mehr tief. Und wenn du dir das erlaubst, dann bist du ganz schnell die Frau, die alles hat. Und wenn du das hörst und sagst dir eigentlich, warum sollte ich nicht die Frau sein, die alles hat? Wieso gibt es andere Frauen, die die Frauen sind, die alles haben, aber wieso eigentlich ich nicht? Dann kann ich dir sagen, weil es nur im Kopf liegt, weil es nur an der Vorstellung liegt, weil es nur an der Überzeugung liegt, weil es nur daran liegt, was du dir erlaubst und was du dir ermöglichst. Und die Frau, die alles hat, die denkt doch ganz anders als die Frau, die nichts hat. Die Frau, die alles hat, wie denkt denn die? In ihrer Freiheit, in ihrer Größe, in ihrer Großartigkeit. Und die Frau, die nichts hat oder ein bisschen was hat oder was hat, wenn sie was kriegt oder wenn sie belohnt wird, wenn sie gut genug war, ja? Die Frau, die was hat, wenn sie gut genug war. Nein. Du bist immer die Frau, die alles hat. Die Frau, die alles hat, die wohnt in dir, die ist schon da. Sie ist einfach nur vollgemüllt mit Einschränkungen, mit alten Überzeugungen, mit Bedingungen, mit Ansichten. Und die darfst du freisetzen. Setz sie frei. Befreie die Frau, die alles hat in dir. Und mache dein Leben zu einem Wunschtraum. Jeden Moment. Und es ist möglich. Es ist möglich. Aber nur, wenn du dich auf den Weg machst und wenn du sagst, ich bin bereit, das Alte hinter mir zu lassen, ohne Wenn und Aber. Die Dinge, die ich nicht brauche aus der Vergangenheit, die lasse ich hinter mir. Und da haben wir einen ganz, ganz spannenden Ansatz auch gefunden, noch mit der Silke. Ethik. Ich schmeiße es jetzt einfach hier mal rein. Ethik. Weißt du, ich habe immer darüber gesprochen, dass wir über Religion oder Kirche oder solche Dinge uns einengen lassen. Aber eins habe ich nicht gewusst, wie heftig Ethik ist. Ethik. Ethik ist heftig. Ethik macht so viel unmöglich. Ethik ist wie Religion. Und ich erinnere mich sogar dran, in der Schule, danke Susi, ich lese es gleich, ich erinnere mich sogar daran, in der Schule, als wir nicht mehr Religion haben mussten, durften wir Ethik wählen. Wie konnte ich das vergessen? Dass da, wo die Religion quasi nicht mehr einsperrt und unterjocht und klein macht, ja, Susi, Ethik, kommt die Ethik ins Spiel. Und das haben wir gestern aufgedeckt mit der Silke, das werden wir im Mastermind, die Frau, die alles hat, morgen Abend entlarven, aufdecken. Und es ist so krass, ja? Ethik, wir sind so eingesperrt durch Ethik, durch ethisches Denken, durch ethisches Handeln. Ethik erlaubt uns viel nicht. Ethik sind Sitten, ja genau, Susi. Und Ethik ist noch ganz viel mehr. Ethik, es ist so, so spannend, dem auf den Grund zu gehen.
Und ich sage nur hier eins, wenn du diese Ethikfrage gelöst hast, wenn du diese Gottfrage gelöst hast, wenn du die Frage gelöst hast, wer du wirklich bist, dann macht's und Freiheit geht auf. Genau. Die Reise, die Frau, die alles hat, es ist die Reise überhaupt, es lohnt sich nicht nur, es ist der logischste Schritt. Ja, es ist wirklich der logischste Schritt. Es ist der logischste Schritt. Und es ist die Logik per se, dass du in dieses Programm kommen kannst, jeden Moment. Es ist super logisch, dass du deine persönliche Mentorin-Coaching an deiner Seite hast, damit du sofort up-to-date bist mit der Gruppe. Und es ist einfach das Genialste und das Geilste. Und aus diesem Grund muss es teurer werden. Und aus diesem Grund wird es am 9.4. teurer. Also, schau es dir an auf meiner Homepage. Ich weiß, ich habe kein Geld. Aber ich habe auch nie Geld. Aber doch habe ich Geld. Ich habe immer Geld. Und alle, die hier dabei sind, haben immer Geld gehabt, die Dinge zu machen, die sie wirklich wollen. Und wenn du Feuer und Flamme bist, endlich diese Frau, die alles hat, aus dir auszugraben, dann musst du zwei Dinge haben. Eine Entscheidung, eine Überzeugung. Nein, du brauchst drei Dinge. Und du musst dranbleiben. Dranbleiben, nicht aufhören. Dir keine Stolpersteine, Grenzen, Zurückweisungen mehr kreieren in deinem Leben. Das ist einfach das Allerwichtigste. Und diese Frau, die alles hat, die wohnt ja schon in dir, die ist ja schon da, als die bist du ja schon geboren. Die spricht ja die ganze Zeit mit dir, die leidet ja so sehr, wenn du dich so klein machst, so unfrei machst, so einschränkst. Das ist ja dieses Gefühl in dir, dass es einfach nicht wahr ist. Und deswegen tut es so weh. Deswegen tut die Unwahrheit so weh, deswegen tut die Lüge so weh, deswegen ist es ja so verletzend, wenn ich Lügen glaube. Weil die Frau, die alles hat, in mir drin wohnt und einfach sagt, ich will hier rauskommen, ich will leben, ich will mich zeigen, ich will kreativ sein, ich will mich nicht einsperren lassen, auch nicht verbal. Ich will meine Wahrheit sprechen. Ich will hier präsent sein. Ich will sagen, was wirklich ist. Ich will nicht mehr repetieren, was alle anderen glauben, aus Unfreiheit heraus. Und ich will nicht mehr, nur damit ich geliebt und anerkannt und akzeptiert werde, den Leuten nach dem Mund sprechen, wenn ich denke, oh, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja? Man muss das machen und das muss man machen und das muss man machen. Und da bleibt einem halt jetzt nichts anderes übrig, als zu warten, bis das Corona vorbei ist. Nein! Du musst auf nichts warten. Nichts muss vorbei sein. Nichts im Außen darf dich einschränken. Nichts im Außen kann dich jemals einschränken. Weil du Schöpfer bist. Du musst auf nichts warten. Auf keine Erlaubnis, auf keine... ich sag's jetzt, auf keine... Nein, ich sag's nicht, sonst wird das hier wieder gesperrt. Auf keine andere Gesetzesänderung, auf kein anderes System, auf keine andere Politik... Auf nix. Du wartest auf eine einzige Person. Du wartest auf dich. Und auf sonst niemanden. Und du kannst so verdammt lange warten. Don't do it. Nein, 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 nicht mehr warten. Du wartest auf eine Illusion, die nie stattfinden wird außerhalb von dir, bevor du nicht gegangen bist, bevor du nicht gemacht hast. Warte bitte nicht mehr. Die Frau, die alles hat, ist eine Möglichkeit, mit der du mitreisen kannst, wo du wirklich das absolut Beste hast, was es nur gibt, zum absolut besten Preis, den es nur gibt. Aber wenn du ein bisschen kleiner einsteigen willst, hol dir ein Mentoring für 200 Euro bei einer der Divine Creation Master und lasse dir einfach mal aufzeigen, was wirklich in dir dich so einsperrt, was dich wirklich so unglücklich macht, was dich wirklich so zurückhält und womöglich, was dich wirklich so krank macht. Dann schau es dir an, nimm die 200 Euro, such dir auf meiner Homepage einen Master, eine Masterin aus, eine Mentorin,
sprich mit der, hör der zu und entscheide dann. Und du hast maximal 200 Euro investiert, die schon alleine dein Leben verändern können. Ich habe Leute, mit denen habe ich einmal kurz ein Kennenlerngespräch gehabt und denen ihr Leben wurde anders. Erlaub dir das, erlaub dir das. Such dir die Frau aus, die Mentorin aus, wo du denkst, ja, mit der habe ich eine Resonanz, weil du hast ein Video von ihr, 5-minütiges, wo sie dir was über sie sich erzählt, dann spürst du sie. Dann weißt du, das ist meine, mit der Frau will ich sprechen. Und dann kannst du für 200 Euro ein Coaching, ein Kurzcoaching, ein kleines Schnupperchen buchen. Und dann weißt du, ob es sich lohnt für dich persönlich diesen Weg zu gehen. Aber mach doch irgendwas und hör mir nicht einfach nur die ganze Zeit zu. Sondern mach was, geh was, setz was um. Kreiere Ergebnisse für dich, kreiere Wünsche, kreiere Träume. Und wenn du kleine Wünsche und kleine Träume für dich kreiert hast, dann weißt du, es ist scheißegal, ob du einen Hosenknopf kreierst oder ein Schloss. Es ist scheißegal, ob du 100 Euro, 1000 Euro oder 1 Million kreierst. Es ist wurscht. Am Anfang steht die Entscheidung. Und wenn du dir nicht erlaubst, der Welt zu sagen, was du möchtest, dann heißt es, dass du es nicht möchtest. Das ist genauso, wie ich es vorher von der Freiheit gesagt habe. Wenn du dich nicht aktiv dafür entscheidest, ein freier Mensch zu sein, dann hast du dich halt inaktiv dafür entschieden, ein unfreier Mensch zu sein. So ist es halt. So sind die Prinzipien des Lebens, so sind die Prinzipien des Universums, so sind die Prinzipien der Schöpfung. Du entscheidest. Aber du entscheidest eh, dann schau doch mal, dass du das entscheidest, was du haben willst. Schau doch mal, dass du das entscheidest, was sich gut anfühlt. Und wenn du halt die ganze Zeit entscheidest, ja, das, so 1000, 5000 Euro im Monat, das wäre schon viel zu viel. Hast du es halt entschieden. Ne? Aber das sind halt so viele Sachen. Warum traust du dich nicht zu entscheiden, dass 10.000, 20.000, 100.000 Euro im Monat das ist, was du haben möchtest? Ja, da gibt es viele Gründe. Und die sind eigentlich für alle ähnlich. Und deswegen können wir die zusammen super schnell lösen. Aber nur, wenn du dich entscheidest. Wenn du dich entscheidest, ich will das nicht mehr haben, ich will das lösen, ich will die Einschränkungen nicht mehr haben, ich will frei sein und ich will in mein hundertprozentiges, schöpfergöttliches, fantastisches, perfektes Wesen eintreten. Kein Bock mehr, die Leiderin, die Kranke zu sein. So viele von euch sind irgendwo krank, haben irgendwo weh, haben irgendwo eine Diagnose der Unfreiheit. Hast du auch eine Diagnose der Unfreiheit? Dann mach dich frei von dieser Diagnose der Unfreiheit. Es ist alles, alles möglich. Ich weiß, es sagen ganz, ganz viele. Und ich weiß, es denken auch ganz, ganz viele, ja, blödes Gelaber, aber so ist es halt. Wir sind hier, um alles möglich zu machen, weil wir als Schöpfer hierher gekommen sind. Und weil wir hierher gekommen sind, um das rauszufinden. Und dann ist es noch nicht genug. Ja, alle frage ich, weißt du, wer du wirklich bist? Ja, ja, göttliches Wesen, spirituell, unendlich, bla bla bla. Und dann kommt die nächste Frage, was bedeutet das für dich und dein Leben? Keine Antwort. Diese Antworten brauchst du. Und diese Antworten sind da, aber für diese Antworten brauchst du Platz. Da müssen alte Antworten gehen. Also mach dich frei, mach dich frei, warte nicht mehr. Freie Wahl, ja, freie Wahl ist da. Für jeden die freie Wahl und wir haben alle, die wir hier sind, ich als Coachin und Mentorin und meine Mentorinnen an meiner Seite, meine Coaches an meiner Seite, waren alle so scheiß unfrei. Und weil es so weh getan hat und weil wir das für niemanden uns wünschen,
dass es auch wieder so lange dauert, machen wir das hier mit voller Freude, mit voller Hingabe und voller Überzeugung. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Bye.